freigeschaltet. Parcours. Ja. Wir haben in der letzten Folge den ersten Level, also den ersten wirklichen Level-Level-Abschnitt geschafft. Haben dadurch jetzt auch die Parcours freigeschaltet und könnte sowas hier auch mal in der Stadt machen. Und... Ach, das rote Wiederholungsspiel-Symbol durfte. Ah, okay, so können wir dann einfach wieder die Level von vorne anfangen. Das ist supi. Gefällt mir. Kapitel 3. Geh direkt ins Gefängnis. Okay. Hey, Chase! Hab dich gerade im Fernsehen gesehen. Sahst etwas blass aus. Hast du was rausgefunden? Ja, muss ins Albatross-Gefängnis. Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme? Der Chief wird das nicht gerne hören. Er hat die Ausbruchsakte bereits geschlossen. Und wenn er davon nichts erfährt? Keine Ahnung. Ich frag ihn mal. Warte, gibt es vielleicht einen Weg, ohne dass der Chief davon erfährt? Okay, stimmt. Einen Weg gibt es. Zuerst musst du auf die Fähre am Steg hinter der Polizeistation. Und dann? Sagst du dem Chief nichts davon? Danke, Frank. Wir sehen uns später. Okay, viel Glück. Und wenn du Ellie siehst, grüß sie von mir. Okay. Okay, ich fahre mal das. Aber Frank ist schon ein komischer Vogel. Wo kommen die denn her? Ah, hier müssen sie bestimmt. Ja. Habe ich mir schon gedacht, dass ich jetzt hier sofort die Parcoursfähigkeit benutzen muss. Oh. Bluffbeard! Chase McCain! Ach ne. Lange ist her. Wir haben uns doch heute Morgen gesehen. Ah, das ist 6 Stunden her. Oh Gott. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mal was anderes machen. Ich bin jetzt Captain der Fähre und bringe kleine und große Halunken rüber zum Albatross-Gefängnis. Super, die Fähre. Aber wo ist sie? Hab sie versenkt. Wett. Du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen, oder? Natürlich, kein Thema. Hey, Ellie. Haben wir hinter der Polizeistation welche von diesen Supersteinen? Ich muss die Fähre wieder zusammenbauen. War Frank wieder am Steuer? Dieses Mal nicht. Ah, dann lass mich schnell deine Scan-Software aktualisieren. Okay, ab jetzt kannst du deinen Kommunikator als Datenscanner einsetzen. Er wird dir jeden Superstein in der Nähe anzeigen. Berühre die Datenscanner-Schaltfläche auf dem Kommunikator und folge den Anweisungen, nachdem ich auflege. Danke, Ellie. Okay. Freigeschaltete Datenscan. Ja. Da ist einer. Sollte mich wirklich mal als Pirat versuchen. Die Stimme hab ich. Wenn da nur nicht die Papa. So, wie komme ich da rein? Ja, da ist einer. Einfach alles kaputt machen, das wird schon irgendwas hervorbringen. Däh. Haben wir das schon. So, wer hat die Rubine geklaut, ne? Da war doch bestimmt wieder so ein Trieb oder so. Ich geh schon mal direkt so, ne? Oh. Okay. Wie viele brauchen wir eigentlich? Ich werde wohl eine Weile hier im Hafen festsitzen. Oh, könnt ihr mir eine Oper anschauen? 15.000, alles klar. So viele unerfreuliche Erinnerungen. Dann gehen wir mal nach oben.
Sparhähnchen. Ich frage mich gerade, wie man da reinkommen soll. Aber ich glaube, ganz ehrlich. Ja, da komme ich nur rein, wenn ich hier das habe. Und das haben wir noch nicht. Ja gut, dann machen wir uns mal auf die Suche nach weiteren dicken Steinen. Über die Hälfte haben wir ja schon. Was hat hier eigentlich? Oh, cool. Vielleicht sehen wir ja von da oben etwas. Okay, und wo sind wir jetzt? Oh, da ist einer. Meine Keime. Dann ab nach da oben. Was haben wir da noch? Da war bestimmt auch noch etwas. Jawohl. Was war das denn jetzt? Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug, um den Superbau zu bauen. Und sogar noch ein paar mehr. Wird anscheinend Zeit für eine Augenklappe. Sonst nimmt einen ja niemand mehr ernst als Captain in dieser Stadt. Okay, dann bauen wir die Fähre. Prachtstück. Das gab dick Asche. Fährenroute aktiviert. 1 von 3. Superbau errichtet. 2 von 65. Freigeschaltet. Pumpkin. Und einen goldenen Stein. Nummer 5 von 450. Das ist doch noch ein bisschen. Ah, dafür hast du einen Gut bei mir. Komm an Bord. Wir segeln zum Albatross-Gefängnis. Zum Albatross-Gefängnis. Okay. Vielleicht schaffen wir es diesmal sogar. Oh Gott. Ja, ich muss erstmal hier meine Monete. So, Fahrkartenautomat. Zur Albatross-Insel reisen. Jawohl. Sehr schön. Dann ab in den Bau. Sprich mit Blue im Freigangshof. Mal gerade Schluck Wasser gegönnt. Muss sogar gleich neu holen. Und schon sind wir im Knast. Die Flasche ist einmal schön umgefallen. Also die Wasserflasche, ne? Jetzt nicht ich hier. Ich meine, klar, ich bin auch eine Flasche, aber ihr versteht, ne? Wie gut, dass man das Thema Sicherheit hier ernst nimmt. Dann lasse ich mich wohl mal selbst rein und suche Blue. Jo. Machen wir. Ich schätze mal, hier wird es durch die Parcours-Fähigkeit ins Laufen kommen. So. Oh, hier müssen wir suchen. Wo ist die Scheiße? Wo hat der Hund schon wieder hingeschissen? Ah, hier oder? Nee. Okay. Hier hat ein Hund geschissen. Genau da. Und zwar ein Schlüssel. Hier rüber. Okay. Aufmachen. Natürlich haben wir den Code auswendig. Kriegt jeder Polizist jetzt am Anfang gesagt, das ist der Code fürs Hochsicherheitsgefängnis von Lego City. Wie im echten Leben natürlich, ne? Da muss man auf alles vorbereitet sein. Ich meine, wann hatte man mal hier so das Problem? Ja, ich muss mal ganz dringend ins Gefängnis, gib mir mal den Code. Und dann findest du den Chef nicht, ne? Oh, hier kann man was bauen.
Sogar zumindest theoretisch. Du hast sogar gefühlt gerade 5-mal anfangen zu bauen. Bin jetzt gerade aus Versehen den richtigen Weg gegangen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, dann schaue ich jetzt mal da lang. Ich will so viel vom Spiel mitnehmen wie möglich. Ich muss hoffen, dass das Gefängnis abgeriegelt wurde. Aber naja. Gut, dann sind wir eben doch aus Versehen den richtigen Weg gelaufen. Ist gut zu wissen. Das weiß ich wenigstens, dass ich da hinten nichts verpasst habe. Aber gut. Ich bin momentan so ein bisschen überlegen, weil es ja danach aussieht, dass ich in knapp 2 Wochen anfangen kann zu streamen. Und auch dann wirklich ein bisschen besser hochladen kann und so weiter. Da ist noch irgendetwas versteckt. Da ist ein neuer Charakter, oder? Jawohl. Freigeschaltet. Metzger. Ja, hier, wir haben Mark Metzger freigeschaltet, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das so eine Person ist, die kaum einer von euch kennen wird. Also im Kölner Bereich ist sie bekannt. Oh. Gehen wir jetzt mal hier raus, holen uns die Stats hier. Ganz drauf kommen wir nochmal. Ja, wie gesagt, ich kann ja ab in den nächsten 2 Wochen werde ich anfangen können zu streamen. Moment, da geht das weiter, dann merke ich schon. Und da würden wir uns dann noch am... Nice. Mal schauen, dass man halt alles so zocken kann. Also Minecraft wird auf jeden Fall dran kommen. Was haben wir noch? Ja, Lego City kann man da bestimmt was machen. Final Fantasy 10 würde ich sogar auch noch mal zocken. Halt nochmal, dass ich ein Let's Play gezockt habe und nochmal so im Stream. Jawohl. Was könnte es denn wohl schöneres? Je nachdem könnte es mal passieren, dass Dark Souls, also Dark Souls 1 im Koop gespielt wird. Alter, was darf es denn hier? Okay, das geht. Auch gut. Moment. Da muss es weit. Ach, ich bin auch blöd, ne? Gut, dass ich nach Lego City gezogen bin. Fühle mich super. Und wir sind im Knast. So, und hier müssen wir diesen Blue finden. Das ist eine Fähigkeit. Okay. Also, das war Q, nicht Leertaste. Also generell habe ich, wie gesagt, ich habe da so ein paar Ideen, die ich jetzt im Stream zocken könnte. Könnte aber sein, dass ich jetzt, wenn ich nicht vorher noch ein Okay kriege, jetzt im Juni nur in den Wochenenden streamen könnte. Ich mag ihn. Aber naja. Oh. Hey du, du gehörst in den Gerichtshof, nicht in den Gefängnishof. Nicht schlecht, Mann. Kannst ja richtig gut mit die Worte. Super, ne? Wo ist eigentlich euer Basketball geblieben, Jungs? So ein paar richtig fiese Typen haben ihn uns weggenommen. Total nicht nett war das. Wenn ich euch den Ball bringe, lasst ihr mich dann rein? Kein Interesse, dir das nicht zu versprechen. Doppelte Verneinung? Das enttäuscht mich jetzt aber. Okay. Der bösen Gefangenen wurde von noch böseren Gefangenen den Ball geklaut. Ich werde nicht mehr. Blub. Oh, natürlich schon auf dem Gefängnis der Sprungplattform.
Ich komme zu spät im Gefängnis. Ich weiß ja nicht, wie man im Gefängnis Verabredungen haben kann. Außer vielleicht in Amerika mit einem elektrischen Stuhl, aber naja. Ich besorge ihm ein Geschenk. Oh, da haben wir doch einen Ball. Oh, jetzt habe ich hier. Hoffentlich kriege ich meine alte Zelle wieder. Dang, Gardine auf. Gut, ich gebe auf. Nicht schon wieder. Na, komm schon. Komm. Los, zeig mir, was du drauf hast. Und du bist auch festgenommen. Jetzt verstehe ich auch mein Horoskop, in dem es hieß, ein großer, finsterer Fremder würde mich verhaften. Oh Mann. Dann müssen wir mal den Basketball. Einer der Wärter ist mein Vater. Unser Ball! Na gut, wir lassen dich rein. Was für ein Tag. Meine Keime, meine Starts, alles meins. So, und du bist Blue? Hey, bist du Blue? Könnte schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüsstest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für einen Whirlpool. Wett. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Da fällt mir ein. Vorsicht mit Haywoods neuem Wagen, ha? Huh? Oh, geht klar, Blue. Wie ist Rex denn ausgebrochen? Das fragt sich hier jeder, aber keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Da ist doch was faul. Nun, wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee. Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich ruf dich dann an. Hiermit. Was? Das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer ein. Oh. Hier. Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Freeman, mir ist übel. Nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Haywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? Was für ein Chaos. Oh Gott. Ey, so durch das Spiel. So verdammt durch. Oh, Spezialauftrag 2, Schere rein in Sicht. Mache ich jetzt einen kürzeren Part und wir sehen uns morgen. Bis dahin, tschüss.